Ich freue mich von Herzen sehr, dass du heute hier wieder bei einem neuen Video dabei bist. Heute geht es um das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Falls es das erste Video ist, welches du von mir hier siehst. Mein Name ist Katja Amberg, ich bin Hypnose- und Paartherapeutin sowie Liebes- und Beziehungsexpertin. Und jetzt fragst du dich ja, Liebes- und Beziehungsexpertin, was hat denn das mit meinem unerfüllten Kinderwunsch zu tun? Jede Menge, ich werde es dir gleich erzählen, denn man kann nicht ein Thema ganz konkret vom anderen Thema trennen, weil alles immer miteinander zusammenhängt. Ja, löst du deine unglückliche, leidvolle Beziehung, steigt auch dein Selbstwert, verbessert sich deine Gesundheit, verbessert sich dein Schlaf, deine Hormone, deine Gedanken, dein beruflicher Erfolg. Alles hängt miteinander zusammen. Und wenn man an einem Lebensthema schraubt, hat das Auswirkungen auf alle anderen. Und natürlich ist es teilweise je nach Thema notwendig, auch gezielt zu der anderen Baustelle deines Lebens zu schauen. Dieses Video ist hier vor allem für Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben und schon wirklich alles ausprobiert haben. Ich bin die Expertin für scheinbar hoffnungslose Fälle, die es definitiv nicht gibt. Also wenn du alles schon ausprobiert hast, und das ist eben wichtig, dass du das auch vorher tust, eben guckst auf körperlicher Ebene, gibt es irgendwelche Entzündungsherde in meinem Körper, ist was mit Übergewicht, stimmt meine Ernährung nicht, habe ich viel zu viel Stress, obwohl ich da auch schon die Spezialistin bin. Okay, wo kommt denn dieser Stress her? Dass du deine Nahrung optimierst, dass du nach den Hormonen schaust. Ja, dass das ganz wichtig ist, denn das gehört dazu. Wir haben diesen Körper, wir brauchen das Körperliche. Nahrung, Wasser, Atmen, Schlaf, Entspannung. Aber wenn all das eben nicht funktioniert hat, ist es sehr, sehr lohnenswert, sich die emotionale, psychische, energetische Seite anzuschauen. Denn das habe ich mit einigen Klienten immer wieder erlebt, dass es dann erst möglich war, wirklich schwanger zu werden. Und wenn ich dann die Nachricht bekomme, es hat geklappt, ich bin schwanger, es ist so ein Glücksgefühl. Also da kommen mir echt die Tränen. Es ist einfach so erfüllend und genauso mache ich das. Es gibt kein Thema, was tatsächlich nicht lösbar ist. Es sei denn, du bist felsenfest davon überzeugt, das ist für mich nicht lösbar. Dann wird es auch so sein, weil alles immer nach unserem Glauben geschieht. Und wo ich dir helfen kann, sind einfach, wie ich schon sagte, diese energetischen Dinge, die Glaubenssätze, Ängste, Panik und ungelöstes Trauma. Das muss dir gar nicht bewusst sein. Vielleicht sagst du, weil ich habe kein ungelöstes Trauma, ich will ja einfach nur schwanger werden. Es lohnt sich, wenn du eben alles schon ausprobiert hast, dahin zu schauen, dass wir diese Blockaden lösen. Meistens kommen Frauen zu mir, die bereits vorher mit mir an ihrer Beziehung oder an einem anderen Lebensthema, vielleicht einem Trauma oder Ängste, Panik, Depressionen, mit mir gearbeitet haben und es erfolgreich gelöst haben und festgestellt haben, wow, das funktioniert ja wirklich, was sich da alles im Leben verändert hat. Und da diese Frauen es schon erlebt haben, was und wie es sich wirklich wie magisch teilweise verändert, ist die Offenheit schon mal da. Also wenn das geht, geht das auch. Und genau so ist es. Es ist kein Thema schwerer oder leichter. Also dieses Thema zu lösen besteht aus verschiedenen Ebenen. Einmal diese mentale Ebene. Was denke ich? Was sind meine Glaubenssätze? Schwanger werden ist schwer. Es steht mir nicht zu, ein Kind zu bekommen. Ich habe es nicht verdient. Vielleicht ist es auch so, dass es mit dem Partner nicht ganz stimmt. Manchmal kann es tatsächlich sein, dass es nicht der passende Partner ist. Vielleicht möchte der Partner auch überhaupt gar nicht und würde nur dir zuliebe Vater werden wollen. Dann kann es auch tatsächlich sein, dass es nicht funktioniert oder die Beziehung ist nicht ideal, etwas blockiert dort.
Ängste bei dir, Ängste bei ihm, irgendwas, was noch nicht losgelassen ist, das lohnt sich definitiv hinzuschauen. Bisher habe ich es immer über die Frau alleine gelöst, da brauchte der Mann nicht zu mir kommen, aber ich weiß, von anderen Themen kann es teilweise hilfreich sein, wenn der Mann sich eventuell auch öffnen kann, auf jeden Fall. Ja, und da können aber auch unbewusste Traumatisierungen hier reinspielen. Irgendetwas, was du aus der Kindheit erlebt hast, was von den Ahnen weitergegeben wurde, genetisch vererbt wurde, wo deine Oma, Uroma, Urururoma oder wer auch immer mal Probleme hatte mit einer Schwangerschaft, die Kinder verloren hat oder es war schmerzhaft, die Uroma ist verlassen worden, was auch immer, das ist jetzt nur ein Beispiel, es kann was ganz anderes sein und das ist in deinen Zellen drin, du hast praktisch dieses Trauma vererbt und das wirkt sich jetzt bei dir aus. Das kann Generationen überspringen und bei dir erst sichtbar werden. Und auch das ist lösbar. Das ist gar kein Ding. Wenn du das lösen willst, ist es lösbar oder auch, ob du es glaubst oder nicht, andere Inkarnationen, Fremdenergien, karmische Dinge, Schwüre, Eide, Versprechen, ob aus diesem Leben, ob aus der Ahnenlinie, woher auch immer. Und da ist es natürlich notwendig, sich diesen Dingen zu öffnen. Du musst gar nicht daran glauben, aber es ist schon notwendig zu sagen, okay, ist schwer vorstellbar für mich, aber okay, ich habe jetzt alles probiert und ich will so gerne Mama werden. Es ist mein größter Wunsch. Okay, ich lasse mich drauf ein. Weil ganz ehrlich, dein Herz hat eine riesengroße Rolle. Dein Herz spricht mit dir und wenn hier dein Herzchen jetzt springt und sagt, ja, genau, da ist irgendwas und dein Verstand aber sagt, alles Schwachsinn, Blödsinn, höre auf dein Herz. Du wirst spüren, das Richtige, Passende für dich zieht dich einfach an. Und ja, und so gilt es eben, all diese Musterblockaden aufzuspüren und zu lösen. Das geht sehr schnell und einfach. Auch wenn ich sage, Trauma lösen, vergiss bitte diese alte Traumatherapie der alten Zeit, wo man ganz viel weinen musste, durch ein Trauma nochmal durchgeht, nochmal alles durcherleben muss. Das ist nicht mehr notwendig. Wir sind jetzt hier immer mehr in der neuen Zeit angekommen und so benutzen wir auch Tools der neuen Zeit, wo wir in Hypnose, aber ich sage auch gleich, ist keine klassische Hypnose, wie du sie aus dem Fernsehen oder vom Hypnosetherapeuten nebenan kennst, sondern es ist eine spezielle spirituelle Hypnose, wo wir mit deinem Überbewusstsein, deiner höheren Intelligenz kommunizieren und von da aus die Heilung geschehen lassen. Das heißt, du musst nicht mehr alles durchleiden, sondern wir machen die Dinge bewusst, dass du weißt, ah, alles klar, damit hängt zusammen und jetzt darf es auch gehen. Was wir auch tun in den Einzelsitzungen ist, ganz bewusst, und das ist so schön, die Seele deines Kindes, was zu dir kommen möchte, vielleicht sind es auch zwei Seelen, kann auch möglich sein, ganz bewusst einzuladen. Das machen wir auch in der Hypnose, dass wir Kontakt mit der Seele aufnehmen von dem Kind, was zu dir kommen möchte. Du lädst es praktisch ein, du sagst, ich bin bereit, ich habe hier aufgeräumt, ich habe mein Herz offen. Bist du auch bereit? Oder wann bist du bereit? Und so entstehen magische Kommunikationen, Informationen, die so klarkommen, dass du auch nicht daran zweifelst, sondern dass du genau weißt, dieser Kontakt ist jetzt da. Du fühlst dann auch nach der Hypnose diesen Kontakt zu der Seele von dem Baby, von dem Kind, ja, was zu dir kommen möchte. Oder sagen wir es so, von der Seele, die sich in diesem Baby inkarnieren möchte. Und dann verändert sich so viel in deinem Energiefeld, deine Frequenz verändert sich, dein Körper schüttet neue Hormone aus, Botenstoffe, die ganze Körperchemie verändert sich und stellt sich so ein, dass eine Schwangerschaft möglich ist. Und es ist einfach so, wenn wir das messen würden, die Hormonspiegel messen würden, die Blutwerte messen würden,
jetzt mal unabhängig von diesem Kinderwunschthema, du würdest immer wieder Veränderungen feststellen, dass die Hormone sich verändern, dass ja der ganze Körper sich verändert. Und falls sich das tiefer interessiert, zum Beispiel Dr. Joe Dispenza hat da wunderbare Messungen dazu gemacht, was in unserem Gehirn und in unserem Körper abgeht, wenn wir energetisch arbeiten, wenn wir unsere Frequenz erhöhen, wenn wir wieder in den Schöpfermodus kommen. Und dann bist du nämlich in dieser Entspannung, dann bist du in diesem Empfangen. Was auch wieder, und jetzt kommen wir zum nächsten Teil, mit männlicher und weiblicher Energie zu tun hat. Viele Frauen können nicht schwanger werden, weil sie in der männlichen Energie zu viel sind. Wir brauchen die männliche Energie, aber ein zu viel schließt eine Empfängnis aus. Männliche Energie ist machen, tun, kontrollieren, aktiv sein. Kennst du das? Ich muss kontrollieren, wann ist der Eisprung und wann ist das? Oder viel im Leben auch kontrollieren, wuppen, kämpfen, durchhalten. Aber ein Kind zu empfangen, der Name sagt schon, empfangen, ist pure weibliche Energie. Ist zurücklehnen, vertrauen. Durch Kontrolle kannst du kein Kind empfangen. Der Mann ist aktiv, er macht. Ja? Und du als Frau kannst gar nichts machen, um schwanger zu werden, sondern du bist einfach da. Du stellst dich zur Verfügung, vielleicht nicht so gewählt gedrückt, aber du bist einfach ausgedrückt, du bist einfach da und empfängst. Dass du kannst nichts machen, um zu empfangen, sondern du brauchst es nur annehmen. Annehmen ist weibliche Energie und das hängt oft auch mit Traumen zusammen, die die weibliche Energie, die männliche Energie verzerrt haben mit Glaubenssätzen, wobei das mit den Glaubenssätzen Mindset nur ein ganz kleiner Teil ist. Und wenn wir da die weiblichen und männlichen Energien wieder ins Gleichgewicht gebracht haben, dann ist auch die Empfängnis wieder möglich, weil du wieder empfangen kannst. Also du merkst, es ist sehr, sehr umfangreich und wenn dich das anspricht, wenn dein Herzchen jetzt hüpft und sagt, ja, genau das brauche ich jetzt, melde dich gerne bei mir. Die Kontaktdaten findest du in den Infos hier unter diesem Video oder in dem Podcast. Ich freue mich mega aufs nächste Video, auf den nächsten Podcast. Lass es dir richtig gut gehen. Jeder Tag ist ein Geschenk und bis zum nächsten Mal. Tschüss!